Hallöchen und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute habe ich wieder was richtig Cooles zugeschickt. Und zwar gibt es bei mir ja monatlich die Unboxing-Videos zur My Little Box. Hier ist das Paket, ich habe schon reingeguckt und ich bin richtig begeistert. Aber richtig begeistert. Die, die mir bei Instagram folgen, ich blende es euch mal ein, die haben es vielleicht auch schon gesehen, warum ich so begeistert bin. Alle, die es nicht tun, sollten es jetzt tun und sehen es jetzt aber auch hier im Video, was da so Cooles drin ist. Wir starten einfach direkt mal. So süß sieht die wieder aus, die Box. Nennt sich diesmal City Trip. Und wer es weiß, bei My Little Box gibt es immer ein Thema jeden Monat. Und das finde ich richtig cool. Da habt ihr Accessoires dran, ihr habt Beauty drin. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und da starten wir jetzt direkt mal und machen das Ganze auf. So, immer super liebevoll verpackt das Ganze, wie ihr seht. Mit einem süßen Schleifchen und immer so ein Kärtchen ist dabei. Ja, sowas. Dann haben wir hier noch 48 Stunden Paris. Hier ein Heftchen dabei. Aha, okay. Ach, da ist sogar wirklich was über Paris selbst drin, wo ihr so hingehen könnt. Wie so ein Mini-Reiseführer, richtig cool. Und dann, schwuppdiwupp, da ging doch gerade noch das Akku leer. Wie gesagt, das, was mir am besten gefällt, zeige ich euch am Schluss. Jetzt starten wir aber direkt mal hier. Und zwar steht da schon drauf, Le Sac de Gant. Was auch immer das heißt, steht das hier irgendwo drauf? Nee, das ist tatsächlich nur auf Französisch. Wir packen es aber mal aus. So sieht es aus, das Paketchen. Okay. Ach, es ist eine Tasche. Also Le Sac habe ich mir schon gedacht, das ist eine... Ach, cool, das ist sogar so eine hochwertige Tasche. Ich dachte, es wäre jetzt so ein Jutebeutel. Es ist wie so ein Jutebeutel, aber es ist eine richtige Tasche und sogar mit Reißverschluss. Also die könnt ihr sogar zumachen. Und die kann ich mir richtig gut jetzt so für den Sommer vorstellen, wenn man irgendwie schwimmen geht oder so. Richtig süß, finde ich cool. Auf jeden Fall. Das gefällt mir richtig gut. Also das Accessoire ist diesmal wirklich wieder top. Letztes Mal, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, schaut sonst gerne nochmal rein. Gab es ja so ein T-Shirt, das fand ich ein bisschen suboptimal, weil halt einfach nicht jeder dieselbe Größe hat. Das finde ich aber jetzt wieder richtig cool. So, jetzt haben wir hier wieder so ein liebevolles Säckchen drin. Das ist einfach so süß, Leute. Wenn ihr so Packaging-Opfer seid wie ich. So, jetzt haben wir es. Dann ist diese Box auf jeden Fall was für euch. So, was haben wir denn da drin? Schauen wir einfach direkt mal. Oh, ein Roger und Gallet. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ein Duschgel. Richtig cool. Die Marke kenne ich. Die sind auch nicht gerade günstig sonst. Also das finde ich richtig schön. Und zwar ist das Fleur de Figure Relaxing Shower Gel. Ja, sehr cool. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Aber wir haben hier noch was drin. Und zwar... My Little Beauty macht ja auch mal selber Produkte für diese Boxen. Und da ist diesmal ein Pimp My Lips Lip Balm drin. Ich weiß gar nicht, ob der farbig ist oder nicht. Da schauen wir doch direkt mal rein. Ja, cool. Er hat so ein, wie so ein Altrosa. Seht ihr das? Ich glaube schon. Richtig schön. Und der riecht auch gut. Das finde ich immer ganz wichtig bei Lippenprodukten, weil man es ja doch die ganze Zeit unter der Nase hat und man es riecht einfach. Dann sind hier wieder so ein paar, ja, wie so Anleitungen bei. Und, aha, ich sehe schon, was als nächstes hier drin ist. Deswegen zeige ich euch das nicht. Sonst wäre es ja langweilig. So. Also, was haben wir denn hier noch drin? Ah, cool. Hier sind Schnürsenkel drin. Also, auf was die immer kommen, ne? Das finde ich ja echt Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Zwei paar Schnürsenkel und, einmal mit so einem Glitzer durchzogen und einmal dunkelblau. Und dann kann ich euch ja jetzt doch diese Anleitung im Prinzip zeigen. Dann seht ihr ja, ja, dass es so halt verschiedene Möglichkeiten gibt, die zu schnüren. Und das finde ich echt super, dass die sich da so Gedanken machen, irgendwie dann noch sowas mit reinzubringen. So, das war's fast. Jetzt kommt natürlich noch das super Highlight in dieser Box. Darauf haben alle gewartet, oder? Habe ich recht? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ankündigen soll. Ich glaube, ich zeige es euch einfach. Ihr werdet geflasht sein. Tada! Und zwar sind das die neuen Glitzerpigmente von NYX Cosmetics. Und die wollte ich mir sowieso holen. Also nicht nur die neuen, also dieses Bronzeton und der goldene Ton, den gibt es schon. Aber dieses rötliche Ruby heißt das, das ist komplett neu. Und ich bin die ganze Zeit schon so da rumschlawinert und wollte die eigentlich haben. Jetzt hat man gedacht, wow, wie selten trägst du Glitzerpigmente? Und hallo, die Box, die ist ja echt günstig. Und das finde ich richtig cool, dass man direkt drei verschiedene mit da drin hat. Plus den Primer auch noch. Also ich bin total geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil darüber habe ich mich so gefreut, als ich das ausgepackt habe.
Ja, richtig cool, My Little Box. Da habt ihr auf jeden Fall den Vogel mit abgeschossen. Richtig, richtig cooles Produkt. Ja, also die Box, muss ich ganz ehrlich sagen, durch dieses NYX, ich bin ja so ein bisschen auch Make-up-Opfer, ne? Finde ich, ist echt am gelungensten bisher von allen Boxen, muss ich sagen, die ich hatte. Ich habe es jetzt 3 Stück zugeschickt bekommen, aber die ist echt der Hammer, Leute. Also, ja. Wenn ihr auch damit überlegt habt, euch die zu holen, bestellt euch auf jeden Fall die My Little Box, weil ich glaube, günstiger kommt ihr da nicht dran. Und wo es die gibt, das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox, dann könnt ihr da reinschauen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich lade es auf jeden Fall jetzt noch hoch, weil ich euch das einfach zeigen möchte, damit ihr auch die Chance habt, die noch bestellen zu können. Eigentlich bin ich total in Zeitnot, aber das mache ich für euch. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch gerne noch bei meinem Gewinnspiel mitmacht. Und zwar wird da ausgelost bei 3000 Abonnenten. Da könnt ihr 300 Euro Beauty-Sachen gewinnen. Also für 300 Euro so ein Paket von Beauty-Sachen. Schaut da auf jeden Fall gerne noch rein und macht auf jeden Fall mit. Teilt es mit euren Freunden, damit auch die sehen, was ihr so für Möglichkeiten habt, schon was zu gewinnen. Und auch natürlich, dass sie meine Videos sehen können. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss und bis dahin, eure Laura.